Moin zusammen und willkommen zurück zu Let's Play Star Trek Birth of the Federation. Beim letzten Mal haben wir die ersten paar Systeme der Klingonen erobert und haben die Föderation in den Kriegspakt hineingebracht. Das ist eine gute Sache. Und jetzt möchte ich gerne hier unten Jaros und Axenar noch einnehmen. Und dafür werde ich diese vier Warbirds hier runterschicken. Runde beenden. Ist mir egal, was die Cardassianer gut finden oder nicht. Alte Systemreihe ist leer. Gut, dann, oh, ach so, okay, das alte System habe ich gerade erobert. Darum geht's. Zack, machen wir Industrie voll, das voll. Nahrung einen weg. Da in die Energie. Das Ding in Betrieb und eine imperiale Werft. Und eine Meeresfarm. So, machen wir zuerst die Meeresfarm, dann die Werft. Und das Atomic Simulator, weil ich es kann. So, die vier Warbirds sollen dann nämlich Altair beschützen. Und diese Truppen hier fliegen hier runter und kommen da nicht hin. Okay, das ist doof. Ist hier die Werft denn schon fertig? Nee, oh, kein Wunder. Okay, dann muss ich mal eben schnell eine Werft bauen. Die wird auch gekauft. Ja. So sei es. So. Diplomatische Nachrichten sind abrufbereit. Die Ferengi wollen was von mir. Ja, ist okay. Abkommen wird angenommen. Habe ich jetzt gerade kein Interesse dran in den Gebieten. So, und schon kann ich hier unten bis Jaros runterfliegen. Und da sind die Klingonen auch ganz schön. 1, 2, 3, 4, 5, 6. 6 Waffenkreuzer. Ja, schön. Gehen meine neuen Warbirds da mal hin und meine drei Truppentransporter. Aber die Warbirds auf jeden Fall vorher getarnt. So, Antimaterieverdichtung. Wie ist das jetzt mit den Waffen? Jetzt bin ich schon auf Level 8. Okay. Dann haue ich jetzt erstmal. Nee, ich mache erstmal die Waffenforschung weiter. So. Ihr sollt da bleiben, genau. Und ihr sollt hier angreifen. Oh, das ist doch wieder scheiße. Kampf. Ich dachte, ich hätte mit dem Ferengi nicht angriffspackt. Wo schlagen wir als erstes zu? Befehl empfangen. Aber jetzt ist der Ferengi schon wieder weg. Also, jetzt zerstören hier natürlich meine Truppentransporter. Geil. Dann bin ich wieder Schrottscheiße. Verstanden. Befehl empfangen. Narren. Toll. Wie konnten sie sich gegen uns stellen? Sie den Truppentransporter nachholen, wann scheiße. Werden sie es je lernen? Alte Systemreihe ist leer. Altair? Ach da, ja, okay. Altair. Dann bauen wir erstmal auf Altair aus. Alles erstmal einfach ausbauen. So, jetzt habe ich natürlich keine Truppentransporter mehr, das ist scheiße. Angosia, da ist auch nur noch einer. Und der muss ich jetzt nicht unbedingt durch den Neutronenstern jagen. Der fliegt mal hier über Zichin. Oder so ähnlich. Und dann baue ich auf Romulus auch nochmal ein paar Truppentransporter. Schiffbau, Truppentransporter 2. Wird einfach jetzt gerade gebraucht. Und dann kann ich auf Bajor auch nochmal ein paar Truppentransporter bauen. Diplomatische Nachrichten sind abrufbereit. Ja, das ist ja schön und gut. Ich kann nur gerade nichts machen. So. Zichin, du fliegst jetzt hier runter. Dahin. Was kommt hier? Ein Zerstörer 2, auch wie süß. So die Frage, wo er angreifen wird. Hier oder da? Weißt du was? Ich teile einfach meine Warbirds auf. Formation. So, dann soll er kommen. Geheimdienstliche Nachrichten sind eingetroffen. Mhm, okay. Gut. Huch, wo kommt der denn her? Der ist ja flott unterwegs gewesen, der Kollege. Zack, Formation. Peng, so. Ja, aber gut, ein so ein Zerstörer ist jetzt keine wirkliche Gefahr für mich. Ne? Das ist ein bisschen... bla halt. Soll er sich halt hier aufhalten.
Welche Fortschritte macht eigentlich die Föderation in dem Krieg gegen die Klingonen? Die machen überhaupt nichts, wa? Und die rüsten wieder auf, diese Schweinepriester. Er macht nichts. Den Ferengi habe ich auf jeden Fall einen harten Schlag versetzt, denke ich mal, dadurch, dass ich deren Schiffe zerstört habe. Sieht gut aus, ja. Altair-Systemreihe ist leer. Dann bauen wir hier mal weiter aus. Weil ich es kann. Wie viele Geschütze gibt es denn hier? 4 Stück? Wie wird es denn denn noch dafür? Ja, okay, das passt. Dann machen wir hier enttarnen und beenden. Geheimdienstliche Nachrichten sind eingetroffen. Die haben jetzt nicht wirklich... Oh, ich wollte gerade mal, die haben jetzt nicht wirklich dieses Transportschiff zerstört, oder? Befehle, System angreifen. Angriffsbefehl bestätigt. So, zack, weiter geht's. Super. Truppentransporter, Befehle, System angreifen. Nein, ich möchte die Kardassianer nicht von der Erdschicht befreien. Ich möchte den Planeten erobern, bitte. Danke sehr. Mein Planet. Super. Diplomatische Nachrichten sind abrufbereit. Was wollen die denn? Ablehnen. Abkommen wird zurückgewiesen. Okay. Produktion. Erstmal hier rein und hier rein. Bauliste, Energie. Bunkernetzwerk. Bauliste. Imperiale Werft. Kaufen. Kaufen, danke, ja. So sei es. Und danach brauche ich den verbesserten Replikator dahin. So, jetzt brauche ich aber immer noch mehr Truppentransporter. Angosia, 2 Stück. Formation. Zack. Okay. Ist der von Formulus auch schon einer fertig? Ja. Auch schon 2 Stück. Sehr schön. Formation. Zack. So. Dann die 2 Truppentransporter dorthin und bitte schön Travella Minor umfliegen. Die Truppentransporter bleiben hier oben. Runde beenden. Diplomatische Nachrichten sind abrufbereit. Nein. Abkommen wird zurückgewiesen. Was will er? Wir haben wohl die Zeit arbeitet gegen die Klingonen. Hm? Was haben wir hier? 2 Scouts, 2 Waffenkreuzer. Das missfällt mir ehrlich gesagt, dass sich die Ferengi hier so ausbreiten. Das wird wieder eine riesige Flotte werden. Ich muss das gegen die Ferengi unternehmen. Das geht so nicht weiter. Aber die haben nur 3% Militär. Dann sind das wahrscheinlich alle ihre Schiffe, die sie überhaupt besitzen, ne? Die da rumfliegen. Oh, wenn ich jetzt meine neuen Warbots hätte, würde ich da einfach hinfliegen und ein Schiff nach dem anderen abfangen und zerstören. Aber das kann ich mir derzeit nicht erlauben. Wie viel bin ich denn in der Wissenschaft? Waffenpakete? Okay, da gehe ich gleich auf Waffen 9. Ich darf, muss nur verhindern, dass sie sich irgendwie zusammenschließen. Aber das... Oh, warte mal. Mit 2 Warbirds gegen... Naja, nein, das kann ich nicht schaffen. Nicht mit 2 Warbirds. Aber ich könnte eventuell... Moment, wenn ich die 2 Warbirds nehme und die hier hinschicke... Das dauert 2 Runden. Nee, 2 Runden ist zu viel. Fliegen wir erstmal nach Altair zurück und mal gucken, was passiert. Den hier. Kaufen wir den Replikator. Ja. So sei es. Produktion. Bauliste. Anik-Fabrik. Die Cardassianer haben doch auch irgendwo oben noch Schiffe gehabt, ne? Ich muss mal gucken, wie viele das sind, bevor ich denen den Krieg erkläre. Aber ich sehe hier oben gar keine cardassianische Welt mehr. Haben die tatsächlich nur noch ein System? Cardassianer? Ja, die haben nur noch ein... Ja, okay, super. Alles klar. Ah, die wollen hier runter und Cardassia einnehmen, wa? Gibt's nicht, Kollegen. Das ist mein System. Das will ich haben. 4 Runden. Ist der Formulus schon wieder einer fertig geworden? Nee, noch nicht. Nächste Runde erst. Okay. Schiffbau. Truppentransporter. Brauchen wir nochmal ein paar mehr. Wie viele Geschütze gibt es hier? 2. Wie viele Geschütze gibt es hier? 1. Die Runde beenden. Angosia-Systemreihe ist leer. Das ist fair. Angosia baut Truppentransporter. Nochmal 3 Stück. Ja, die wollen tatsächlich hier runter, wa? Formation. Fertig. Ich frage mich nur, wie die hier langkommen. Die müssen doch irgendwo
Die haben doch gar keine Station hier hinten, die Scheißdinger. Zwei und zwei. Wie viele sind das? Das sind die Waffenkreuzer. Und das da. Oh, die haben sich schon zu einer großen Flotte zusammengetan. Das ist nicht schön. Und da sind noch zwei Waffenkreuzer. Ich muss das gegen diese Flotte unternehmen. Aber ich bin hier unten noch beschäftigt. Das geht noch nicht. Ich muss erst die Cardassianer auslöschen. Robert, zieh dich da ein. Oh. Kampf. Oh, dieses Spiel, ey. Okay. Machen wir das mal anders. Wie lange braucht er noch, um sein Ziel zu erreichen? Zwei Runden. Und hier haben wir 9 Warbirds. Oh, wichtig. Tarnen. Okay. Kampf. Dann ballern wir sie mal weg. Verstanden. Befehl empfangen. Feuer frei. So, den Freischuss. Kein Thema. Wie konnten sie sich gegen uns stellen? Runde beenden. Ach, da war noch einer, habe ich ganz übersehen. Wie konnten sie sich gegen uns stellen? Na gut, okay, dann ist der Kampf jetzt beendet. Wann werden sie es je lernen? Hungersnot im System Brentalia, warum? Oh, diese Nappel, ey. Ach, ich habe ja noch gar keinen Replikator gebaut, daran liegt das. Okay, Bauliste, verbesserter Replikator. Kaufen. Kaufen. So sei es. So, kümmere ich mich hinterher drum, ich bin jetzt noch beschäftigt hier. Hier enttarnen. Und ihr haltet euch schön von diesem System Cardassia fern. Das ist nämlich mein Ziel. Mein Ziel. Runde beenden. Diplomatische Nachrichten sind abrufbereit. Was wollen die? Die Klingonen werden gar nichts gegen mich unternehmen können. Danke. Befehle. System angreifen. Angriffsbefehl bestätigt. Runde beenden. So, geht doch. Jetzt dieser Truppentransporter, Befehle, System angreifen. Nein. Oh, wie schön. Das finde ich sehr erfreulich, dass die Ferengi gegen die Föderation kämpfen. Dann sind die erstmal miteinander beschäftigt. Und ich kann mir die Cardassianer unter den Nagel reißen. Diplomatie. Halt. Warbird tarnen. So. Ich werde jetzt erstmal meinen Vertrag mit den Cardassianern kündigen. Abkommen wird gebrochen. So. Und dann möchte ich eigentlich ganz gerne Cardassia auch noch einkassieren. Mal gucken, ob das hinhaut. Formation. Aber ich brauche so viele Truppentransporter gar nicht mehr hier unten, ne? Und beenden. Ach, hier ist schon nichts mehr. Okay. Dann Tarnung aufheben. Diplomatie. Cardassianer. Krieg erklären. Alles klar. Kampf. Angriff. Ja, so, dann möchte ich mir eben schnell die Cardassianer auslöschen. Noch in diesem Part, das mache ich jetzt nochmal eben. Und dann machen wir beim nächsten Mal mit den Klingonen weiter. Dann arbeiten wir uns wieder nach oben durch. Ziel erfasst. Wenn die Föderation und die Ferengi sich gegenseitig bekriegen, kann ich die Klingonen ausradieren. Direkter Treffer. Nein, du wirst ja wohl... Oh, diese Sternbasis, ey. Die hätte ja eigentlich zerstören müssen. Die Eindringlinge sind geflohen. Na gut, da ist drum. Diplomatische Nachrichten sind abrufbereit. Hungersnot im System Arcanis. Oh, die gehen mir auf die Nerven. Produktion. Ja, ist okay. Bauliste. Organikfabrik kaufen. Ja. So sei es. Befehle. System angreifen. Angriffsbefehl bestätigt. Truppentransporter hier rüber. Beenden. 2 von 3 Orbitalgeschützen sind zerstört. Diplomatische Nachrichten sind abrufbereit. Was möchte die Föderation eigentlich an? Was fuckt mit mir? Ich nehme den erstmal an. Abkommen wird angenommen. Damit ich meine Ruhe habe. Diplomatische Nachrichten sind abrufbereit. Okay, und dann muss ich gleich erstmal meine Systeme wieder. Befehle, Befehle, System angreifen. Angriffsbefehl bestätigt. So, das sollte das Ende der Cardassianer sein. Cardassia wird Invasion ab. Okay. Dann stoppen wir hier erstmal den Systemangriff. Angriffsbefehl bestätigt. Oh, nee, doch nicht. Angriffsbefehl bestätigt. So. Hm.
Jetzt aber Befehle, System angreifen. Angriffsbefehl bestätigt. Na bitte, es geht doch. So, dann schicken wir die Warbirds jetzt wieder hier hoch. Ins Dremmer-System. Da werden sie nämlich gebraucht. Oder? Mal kurz gucken. Ja, definitiv. Ins Dremmer-System. Nein, doch. Doch, das machen wir so. Schicken die Warbirds ins Dremmer-System. Formation. Zack, zack, zack. Fertig. Okay. Gucken wir uns mal die neuen Mehrheitsverhältnisse an, jetzt wo die Cardassianer ausgelöscht sind. Ja, jetzt bin ich in ziemlich allen Bereichen deutlich überlegen. Und ich würde sagen, wir machen dann beim nächsten Mal weiter, wenn es wieder heißt Let's Play Star Trek Burst of the Federation. Bis dann.